Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kochen und Genießen. Meine kleine Prinzessin und ich machen heute wieder ganz was Besonderes, was Leichtes. Was machen wir heute? Gulasch. Gulasch? Nein, Gulasch machen wir heute nicht. Heute machen wir ein leichtes Gericht, ein Sommergericht machen wir heute. Was ist das? Eine gefüllte Buttenbrust mit Ricotta-Ringlotten-Füllung und eine leichte Currysoße dazu. Mit Reis. Und Reis machen wir dazu. Haben wir Reis dazu, gell? Reis? Ja. Reis, ja. Und dazu brauchen wir folgende Zutaten, das zeige ich euch gleich. Dazu brauchen wir eine Buttenbrust. Salz. Ja. Die Ringlotten. Ricotta. Etwas Koriander. Ich hab momentan keinen gemahlenen Koriander, dafür habe ich Korianderkörner. Die tun wir dann leicht pressen, das geht genauso gut. Was? Curry. Für die Currysoße dann. Pfeffer. Ja, und dann brauchen wir nachher noch etwas Zwiebel dazu. Und. So, dann fangen wir mal an. Die Ringlotten. Müssen wir natürlich die Kerne raus, ne? Dafür schneiden wir mit einem scharfen Messer rundherum. Und da helfe ich dir gleich. Und da gibt es einen Trick, das sind nämlich ganz klein die Kerne. Und ihr wisst, wer Ringlotten kennt, weiß, dass man die, wenn man die isst, dass die ziemlich gatschig sind. Das ist auch so. Die brauchen wir nur so und die Kerne raus. Ja, aber es kann auch sein, dass es nicht so gut läuft, aber... Was läuft nicht so gut? Die Kerne rausnehmen. Ja, das kann auch passieren. Aber das ist in dem Fall ja egal. Weil das wir tun ist ja das, nur Essen. Ist ja nur Essen. Wir tun das sowieso mit der Ricotta mischen. Und dadurch wird das sowieso ein Püree. Kannst du mir helfen, ja? Kann ich dieses Messer benutzen? Ja, kannst du dieses Messer benutzen. Muss ich aber schon in der Luft machen. Ja, und du gibst mir genau das Messer, das nicht schneidet, okay. Ich bin damit so unsicher. Mit dem Messer? Nicht mit so einem scharfen. Naja, mit einem stumpfen tust du eher weh. Man schneidet sich eher mit stumpfigen Messer als mit scharfen, weißt du das? Weißt du warum? Nein. Weil du mit stumpfen Messer viel mehr Druck ausüben musst, dass das schneidet und dadurch ist die Gefahr, dass du abrutschst, größer. Also wenn es mit einem scharfen Messer schneidet. Ein scharfes Messer schneidet fast von alleine. Ja, aber wenn man unabsichtlich nicht darauf achtet und den Finger schneidet, dann muss man ein Verband oder ein Pflaster tragen. Oder? Also Ringlotten heißen in Steirischen auch Kriecherl. Bin mir ganz sicher, das schneiden Matsch. Und gibt es eben zwei verschiedene Farben, eben die werden rot oder gelb. Ich habe eine rote. Ich habe da beide. Und wisst ihr, wo ich die her habe? Weder vom Markt noch vom Kaufhaus. Die wachsen bei uns im Park. Gell, beim Spielplatz unten. Ja, und die haben wir dann gesammelt. Zum Glück haben wir auch eine Matschke. Eine Matschke haben wir erwischt. Na, dann weg damit. Die, was angeschlagen sind, ihr könnt das verwenden, aber wenn ihr sagt, ihr wollt das nicht, dann tun wir es weg. Ja, ich habe sie gerade auf die Seite gelegt. Jetzt schneidet nicht durch. Jetzt geht's. Und was, Papa? Was ist das Vorsichtigste, wenn man mit einem stumpfen Messer eine Ringlotte schneidet? Na, dass man sich nicht schneidet. Muss man aufpassen, dass man nicht abrutscht. Au. Und ich gelang nur auf den scharfen Messer. So, schaut's her, so geht das. Und man muss auch auf den scharfen Messer aufpassen. Das Traurige, was mir aufgefallen ist, ich habe das jetzt schon ein paar Jahre beobachtet, dass die Leute mit dem Obst einfach nichts anfangen können. Obwohl sie es runternehmen? Ja, genauso mit dem Holunder, gell? Holunder, der wächst da bei uns unten wie wild im Park. Und ich habe das die letzten Jahre beobachtet, das nimmt keiner. Das will keiner. Anscheinend trauen sie sich nicht oder glauben, sie dürfen das nicht haben. Macht schon. Ist egal. Aber das wächst wild und das kann man ruhig holen. Warum soll man es nicht holen dürfen? Bevor es auf der Erde herumkullert und verfault, weil es keiner haben will, machen wir ein super Gericht daraus, ne? Ja. Und das lassen die Toten sich nicht zu. Naja. Was Leckeres da draus zu machen.
Wo muss man noch aufpassen, dass man nicht dann, darf man überhaupt von den Ringlotten das Kern stoppen? Natürlich darfst du ihn stoppen. Wachst einen Ringlottenbaum in deinem Bauch. Das habe ich als Kind immer geglaubt. Bestimmt. Wenn ich die Kerne schluck, dann hätte ich 100.000 Apfelbäume und das im Bauch. Das stimmt aber nein, nicht. Stimmt nicht, nein. Es kann auch, das, bei mir ist das jetzt nicht mehr gut geklappt. Mhm. Bei mir ist nur ein paar Matsch gekommen. Das macht nichts. Die werden sowieso zerkatscht. Das tun wir dann noch ein bisschen zusammenschneiden. Oh ja, ich habe jetzt keins nichts mehr. Oh ja, sind die noch da? So, wenn es nicht so gut aufgeht, ist das egal. Mhm. Weil sie werden ja sowieso. Das sind eh keine rohen Ringlotten. Die kann man eh auch roh essen. Die kann man roh auch essen. Das ist ja Obst. Mhm. Aber Fleisch kann man nicht roh essen. Fleisch kann man nicht roh essen. Man muss es schon durchkochen. Mhm. So, dann haben wir das fertig. Hier wächst bei uns alles wie wild bei den Bäumen, aber niemand nimmt's. Das ist das Schlechte daran, das verfault. Naja, wir verwenden das alles, gell? Aha, wir müssen. So, ich habe dabei den Ricotta schon in die Schüssel gegeben. Dazu kommt etwas Salz. Das Kern. Das Pfeffer. Mhm. Das muss alles da jetzt drin sein. Ah, ja. Sonst ist das nicht. Ihr könnt auch einen gemahlenen Koriander nehmen, aber ich habe momentan keinen. Also mache ich das mit den Körnern. Das auch mit den Körnern. Ja. Brauchen wir nicht viel, nur ein paar. Die tun wir jetzt ein bisschen zerpressen. Ja. Einfach ausbrechen. Glauben. Und man muss aufpassen, dass man kein stumpfes Messer benutzt. Na, da ist egal, du tust das ja nur, man tut den ja nur aufbrechen. Warum aufbrechen? Weil sich dann das Aroma besser entfaltet, gell? Ja. Und ich helfe dir ein bisschen mit dem Zermatsch. Das kommt dazu. Das ist ein Gericht, das in Asien sehr gut, sehr oft verkauft, also gemacht wird. Dass du dich nicht schneidest. Alles, was mit Curry ist, ist sowieso asiatisch, indisch. Wobei den Curry, den wir haben, ja mit Indien gar nichts zu tun hat. Ja, und die Indianer machen uns sehr wild. Die Indianer, ja. Ja, und die haben mehr so, Corona als wir, glaube ich. Das zusammenschneiden. Das ist Matsch, glaube ich. Das wird auch Matsch, das wird dann zusammengemischt. Ich brauche das klein, weil ich das sonst nicht in die Röllchen reinbringen muss. Kann ich ein bisschen helfen mit. Nein, das mache ich selber, weil sonst okay. Geht nur mit einem Messer. Die hilft sich damit, sie kommt. Ich glaube, das liegt in den Genen. Ja. Scheiße! Macht nichts. Wir haben das Küchenfenster nämlich offen. Das war. Das passiert halt nochmal. Und. Mich haben viel mehr. Wespen gestochen, als ich glaube. Ja, ich kann mich da noch erinnern, das braucht man nicht mehr. Dann weißt du was, Leute? Ich habe mich einfach mal in einer Station einfach nur mal gedreht. In Schopron war das in Ungarn. Ja, und dann ist einfach so eine gekommen, habe ich mich erschreckt und so, dann hatte ich hier genau beim Daumen einen riesen Bogen und habe den ganzen Bahnhof niedergeschrien. Ja, das war laut. Ja. Die Leute haben einmal geschaut. Ja, und einer hat versucht zu raufen. Und dann hat einen nur noch den Papa. Ja. Und dann weißt du noch, dass einer versucht hat, mit kaltem, gefrorenem Wasser versucht zu helfen. Ja. Mhm. Zu kühlen. Okay, wir tun jetzt weiter. Mhm. So, als nächstes machen wir die Puppenbrust. Schaut her. Da haben wir ein Oberteil riesig. Und ein Unterteil. Das Gute ist groß. Die ist fast riesig. Mhm. Wo ist jetzt der Messer? Da ist es, Entschuldigung. Mhm. Und das muss genau so etwas sein. Das kommt runter. Weiße ist nicht lecker. Das Weiße ist nicht lecker. Das so, das haben wir jetzt runter. Und bei der Puttenbrust ist es im Prinzip egal, weil das kann man nicht mit der gegen die Faser schneiden. Das ist irgendwie unmöglich. Dann schneiden wir schöne, große Streifen.
Schnitzel. Jetzt tun wir dann klopfen, die werden dann gerollt. Das zeige ich dann euch dann auch, wie das geht. Aber Schnitzel machst du heute nicht? Nein, das werden keine Schnitzel, sie kann ruhig dicker sein. Weil die kann ruhig sehr dick sein. Ja, wir machen Röllchen draus, haben wir gesagt, ne? Ja. Große. So, das tun wir rein. Und Papa? Ja? Darf ich das kurz sagen? Sag was. Warum überhaupt noch ein bisschen vom Blut dort ist? Da ist kein Blut. Das ist Wasser. Das, ich habe die guten Brust gewaschen vorher, weil die aus dem Vakuum war. Und dass man dann den Vakuumgeschmack weggewascht hat. Und was ist das Rote? Eiweiß. Das Rote? Das Blut. Weil das ist nur, das ist manchmal, das passiert halt auch. Das ist nichts Schlimmes. Das kann man ruhig das essen. Das kann man essen auch, oder wenn du es nicht wolltest, einfach weg. Einfach so. Wegschneiden. So, Schatz, ja. Und so geht's weiter. Immer solche Stücke. So schöne Stückchen schneiden, ne? Ja, und die dürfen ruhig auch ein bisschen. Dann eine kleine Rolle auch noch. So. Und ihr könnt ruhig das Küchenfenster offen haben. Ja. Also, ich habe schon Leute gefragt, in welchem Studio, dass ich das mache. Studio Home Castle. Zu Hause. Weil in der Küche darfst du das nicht machen, weil dein Chef Victor das nicht erlaubt. Nein, das ist auch recht. Ob noch falsche Seite. Recht auch nicht. Es ist so, ich muss aufpassen auch mit dem Öffentlichkeitsrecht. Ich darf nicht überall filmen und nicht alle Leute filmen. Oder außer ich, wie ich Rollschuh fahre. Naja, das ist ein Privatvideo, das ist ja wieder was anderes. Ja. Aber das, was ich da mache, zum Beispiel Kochen und so, die müssen zu Hause gemacht werden. Was ich auf YouTube stelle, da brauche ich das Einverständnis der Eltern oder von den Personen. Nachdem du ja meine Tochter bist und ich dir erlaubt habe, dass du meine Videos mitmachst, dann geht das. Ja, aber wenn du sagst, nein, das dann geht heute nicht, dann darf ich nicht. Außer du hast Stopp gemacht und ich trinken möchte. Was ich auch sagen möchte, bitte, wenn nur möglich, die Kinder Eltern aus dem Video lassen. Es passiert so viel Blödsinn. So, wir tun das jetzt mal kurz. Ich zeige euch nur eines, weil das ist ziemlich laut. So schön auseinanderklopfen. So, wir haben die Buttenbrust jetzt geklopft. Brauchen wir eine Folie der Alufolie. Du hast sie weggelegt. Mhm. Ja, mal Alufolie. Ja, ungefähr. So in der Größe. Immer die Füße drauf. Das Salz, Pfeffer. Ich esse keinen Pfeffer. Und dann kommt das, ich mache da so fein streichen. Schau, siehst du? Ups, zu weit. So, und jetzt rollen wir das Ganze. Einrollen. Oder? Mhm. Und dann, das eingerollt ist, jetzt noch zurücklassen. Und dann die Folie einrollen. Und dann einfach verdrehen. Verdrehen. So, das ist das Schöne. Ausschaut wie ein Zivettenknödel. Ja, oder wie ein Zuckerl. Soll schön fest sein. Und wie ein, oder wie ein Riesenzuckerl. Wie ein Riesenzuckerl, ja. Da haben wir eine Pfanne. Gebe ich wieder meinen Fuß hoch. Hä? Das ist eh schon. Woher wissen Sie das? Letztes Mal. Wie wissen Sie das vom letzten Mal? Weiß ich. Das sagst du denen. Aber sag's bitte. Ja, wer es noch nicht weiß, meine kleine Prinzessin ist schon 6 Jahre alt. Und fängt jetzt im September dann mit der Schule an, ja? Ja, und davor freue ich mich gar nicht. Nicht? Wieso nicht? Weil ich dann zu lang schreiben muss. Na sowas. Und wenn ich aufs Klo muss, darf ich dann nicht. Natürlich darfst du aufs Klo gehen. Wer sagt, dass du nicht aufs Klo gehen darfst? Aber wenn ich nicht weiß, wo das Klo ist. Das zeigst du schon. Wer? Ja, die Lehrer, oder? Weiß ich nicht, wer das ist. Oder wenn die Lehrerin sagt,
bitte. Wer will die Esther alles zeigen oder tun? Die anderen werden das auch nicht zeigen können, weil die sind auch das erste Mal dort in der Schule. Nein, die schon länger in der Schule waren. Ja. So, das, die Folie ist kaputt, aber das macht aber nichts. Die alle Folie. So. Hast du sie zermissen, Papa? Nein, die war schon kaputt. Du bist Frau Kaputnik. Kaputnik? Das ist ja immer zu dir, gell? Ja. Aber du bist heute die Kaputnik. Da. Weil du hast schon heute die Alufolie kaputt. So, wir haben da schon die ersten Röllchen in die Pfanne. Die habe ich schon umgedreht einmal. Die kommen jetzt dann in die Pfanne rein da. So. Schön vorsichtig. Schön vorsichtig. Da ist aufgegangen, aber das macht aber nichts. Und jetzt habe ich noch zwei, die kommen jetzt auch da hinein. Ja, eine ist zu groß. Mhm. So, die Röllchen sind jetzt fertig. Mhm. Dann das Rohr habe ich vorgeheizt auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Ja. Und die kommen jetzt ungefähr für eine halbe Stunde ins Rohr. Die nächsten 60 Jahre lang. Was? So, dann haben wir da die heiße Pfanne schon. Da habe ich den Zwiebeln vorbereitet. Mhm. Das wird noch, heiß. Jetzt noch schneiden. Mhm. Darf ich dir helfen mit der anderen? Nein, das ist nicht so, aber das muss ganz fein sein. Jetzt darf ich nichts mehr. Da kannst du nicht helfen, Moment, also das geht nicht. Kommt drauf an, je nachdem, wie viel Soße das ihr macht, 1 bis 1,5 Zwiebeln. Ich komme aus mit einer ganzen, aber ich habe die halbe noch gehabt. Hast du noch ein Fleisch? Nein. Und so. Soße? Hast du noch Soße? Die Soße mache ich jetzt gerade. Nein, eine Currysoße. Aber warum hast du dann Zwiebeln? Wegen Geschmack. Ich esse aber keine Zwiebeln. Das spürst du gar nicht. Ja. So, die kommt dann in die heiße Pfanne. Und wenn ihr Kinder habt, müsst ihr vorsichtig sein. Weil sonst ist ein Kind ein bisschen vom Salz wie ich gerade. Ah. Ganz schön stören. Ach so? Ja. Wenn man das halt das ganze Salz ist. Und ich gehe hier raus, so, und dann kann die Augen. Kannst du hier rausgehen? Aber ich bleib aber drin. Kannst du ruhig rausgehen, ich habe kein Problem damit. Also ich mag den Zwiebeln nicht, der brennt dir in die Augen. Ja, aber ich gehe schon mal raus. Ja, geh mal. Papa, ruf mich dann, wenn die Zwiebeln nicht mehr kochen. Ja. Ich hab's ja ganz toll, lieb, meine kleine Maus. Manchmal ist sie schon ziemlich anstrengend. So, dann tun wir schön farbig anbraten. Also da kann ruhig schön dunkel werden. Weil dadurch kriegt die Soße einen richtig guten Karamellgeschmack, den ich brauche für das Fleisch. Wir können auch dann ein bisschen Honig kann man dazu geben, wenn man zu Hause hat. Ich glaube, ich habe es momentan sogar. Ja, ich habe sogar Honig. Wer will, kann auch Chili dazu geben. Aber ich mache das nicht mit meiner kleinen Tochter, die kann das noch nicht essen. Das schön glasig an, dunkel an und schwitzen. So, in der Zwischenzeit, wo das Zwiebel röstet, kann man dann einen Reis zustellen. Ja, der muss ja auch kochen. Weil das ist mehr ist er zu körnig, wenn man so ist. Ne? Das wäre nicht so optimal. So, Reis ist da. 1 zu 1,5 müsst ihr das rechnen.
Ich habe eine Tasse Reis. Da kommen jetzt 1,5 Tassen Wasser drauf. So. Etwas Salz. Ich weiß, ihr seht das gerade nicht, aber ich habe das, ich kann das eben nicht anders momentan, aber ich erkläre es ja, aber wie man Reis kocht, weiß glaube ich eh schon fast jeder, habe ich schon 100 Mal gemacht. Und gezeigt. So, das hat schon eine Farbe, das ist schon schön karamellisiert, der Zwiebel. Dann kommt dazu der Curry. Den Curry bitte nicht zu stark anschwitzen, weil sonst wird er bitter. Das ist so wie Paprika. Und mit Wasser ablöschen. Biene gesehen. Wie gesagt, das ist, ich bin in Wien, ich bin zu Hause, das ist kein Studio, sondern da gehen Leute vorbei, das hört man ständig Stimmen, das ist normal. Noch etwas Salz. Das Pfeffer. Und einen Esslöffel Honig. So. So, das Ganze lassen wir jetzt aufkochen. Am Reis kommt ein Deckel. Und wird zurückgeschaltet. So, und die Soße tun wir kurz aufmixen. Das heißt, ich brauche die Zwiebelstücke nicht ganz fein mixen, sondern nur ein bisschen aufgemixt. Natürlich auch gekleckert, das ist ja normal bei mir. Das ist wenn das nicht passiert. Wie gesagt, die Currysauce ist eine leichte Currysauce, das heißt, da kommt keine Sahne dazu, keine vielleicht etwa eine kleine, ein bisschen mit Maizena abbinden. Oder mit Reismehl, wenn es habt. Je nachdem, es ein asiatisches Gericht ist. Aber kein Sahne, kein Mehl, kein gar nichts dazu, weil das würde das ganze Gericht wieder zerstören. Das ist ja sowieso in der europäischen Küche so, alles ist die Amerikaner haben das auch sehr viel. Alles mit Sahne abtöten, die ganzen Geschmacksträger mit Sahne abtöten, damit das nur nach Sahne schmeckt, dass es wurscht ist, was drinnen ist. Aber es ist leider so. Und ich will davon ein bisschen wegkommen. Also das heißt, ich will die Sachen leicht machen, bekömmlich machen. Auch weniger.
ist noch nicht, aber vielleicht kommt das ja noch im nächsten Leben dann. Gut, die Soße ist dann soweit fertig fast, die müssen wir dann noch ein bisschen abbinden mit meinem Zehner, wie ich gesagt habe. Und dann warten wir eigentlich immer, bis das Fleisch fertig ist, bis der Reis fertig ist und dann können wir schon anrichten. So, die Buttenroulade ist fertig, der Reis ist fertig, die Soße ist fertig, wir können anrichten. Ja. So, ich habe da schon eins ausgepackt. Schaut her, so schaut das aus. Mhm. Eine Folie. Das braucht man dann einfach nur so ausstreifen. Und das ist heiß. Also seid lieber vorsichtig. Ja. Dass ihr eure armen Finger nicht verbrennt. Und wenn ihr Kinder seid, bitte sagt den Kindern, dass... aus dem Weg gehen sollen. Oder so. Nicht nerven sollen. Oder nicht nerven. Du weißt das ganz besonders, gell? Aber welches Kind ist nicht so? Wir waren nie als Kinder, wir waren ja auch nicht anders. So, schaut her, wir richten dann einen schönen Reis an. Mhm. Und wenn ihr nur Reis mit Soße wollt, dann könnt ihr auch nur Reis mit Soße essen. Nur Reis mit Soße essen, gell? Eben. So, jetzt schauen wir, wie wir das am schönsten schneiden. Das schneiden wir da dann mal durch. Mhm. Und da. Und dann. Aus Teller legen. Mit ein bisschen Soße dann. Mhm. So, Schatz, ja. Weil die Soße ist sicher am leckersten. Wirklich? Ja. Denke ich zufällig. Du denkst das zufällig. Ich koste ihn auf dem Reis. Mhm. Auf dem Reis. So. Er esse ich nie gern Reis vom, was Papa macht, weil das manchmal Gatsch wird. Das ist jetzt gemein. Wenn so. Das richtig durchgekocht wird, dann wird es Matsch und wenn es... Nein, das ist der Kindergartenreis. Das ist, wenn ja. Wir den falschen Reis kaufen, der wird nicht gescheit. Und dann, wenn man richtig... So schaut es her, so schaut das aus. Und wenn man es ein bisschen anders macht, dann wird es Gatsch bei Papa. Mhm. Wenn man es... Wenn du es richtig machst, dann, so, dann Freunde. Bleiben ein paar Ruhe. Mhm. So sieht das Gericht aus. Mhm. Ja. So, das war's wieder für heute. Wir wünschen euch gutes Gelingen beim Nachkochen. Viel ja. Spaß dabei. Gut und ja. Mahlzeit. Schönen Mahlzeit. Sonntag. Guten und Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. Mhm. Tschüss.